Hallo liebe Freunde des gepflegten Motorradzubehörs, hier ist wieder euer Daniel von Hepco und Becker und mit dem heutigen Thema Street Tankrucksack XL. Also, ich zeige euch den Tankrucksack nach dem Intro. Ja, wir bei Hepco und Becker haben ja diverse Tankrucksäcke und eben auch unsere Street-Serie, da auch nochmal verschiedene Tankrucksäcke. Und in der Street-Serie haben wir für die, die es gerne groß mögen, unseren Street Tourer XL. Ein Tankrucksack mit 18 Liter Volumen, erweiterbar aber auch auf 21 Liter Volumen. Also da geht jede Menge rein. Ich mache mal hier die Erweiterung auf, einmal rundum. Die Tankrucksäcke sind prinzipiell für unser Locket-System für an den Tankring gedacht und konzipiert. Die Tankringe bieten wir für über 300, 400 Fahrzeuge an, also für jede Menge. Was man hier noch sieht, ist, dass man quasi, wenn man das Ganze hier aufgezogen hat, hat man hier nochmal einen kleinen Reißverschluss zwischendrin, wo man eben an Sachen kommt, die man vielleicht ganz unten verstaut hat. Und das ist bei diesem großen Tankrucksack nicht uneffizient. Ganz unten dran zu kommen mit dem oberen Fach wird schwierig, aber hier haben wir nochmal seitlich oder unten nochmal einen Eingriff. Da kann man wirklich an die Sachen unten ran, ohne alles auspacken zu müssen. Sehr, sehr praktisch. Der Tankrucksack an sich ist wasserabweisend. Wasserdicht wird er dann mit einem integrierten Überzieher, der hier vorne am Reißverschluss, hinter dem Reißverschluss versteckt ist. Da zieht man einmal den Überzieher raus. Und der ist auch fest an einem Gummiband vernäht mit dem Tankrucksack, sodass er auch nicht wegfliegt. Und somit kann ich dann den Tankrucksack wirklich absolut wasserdicht bekommen, wenn es mal richtig schüttet. Ansonsten hat der Tankrucksack, ich nehme einfach mal ab, das macht es einfacher. Na, so. Haben wir eine große Kartentasche oben drin mit Kabeldurchführung, entweder für Kopfhörer oder für Ladegeräte. Eine weitere Kabeldurchführung. Dann noch aus dem Hauptfach raus, zeige ich euch hier vorne. Auch da kann man natürlich Sachen über USB laden. Und dann bekomme ich natürlich in dieses Prachtstück jede Menge Sachen rein. Schauen wir mal, was wir denn hier haben. Was haben wir denn hier? Was braucht man denn? Man braucht einmal natürlich den Geldbeutel. Haben wir. Was zum Schreiben haben wir auch. Der hat so viel Platz, da könnte man sogar noch ein bisschen Sprit mitnehmen. Sprit fürs Fahrzeug. So. Dann haben wir, was dabei ist, ein Lieferumfang, einen Trageriemen, sehr, sehr praktisch, denn man möchte diesen Tankrucksack, wenn man mal entfernt hat, nicht die ganze Zeit in der Hand rumschleppen. Den kann man hier schön einklicksen und kann dann den Tankrucksack schultern. Weg. Was haben wir noch? Noch eine Trinkflasche, diesmal für den Fahrer. Unser kleines Mini-Erste-Hilfe-Set, noch ein Alubecher und, hab ja vorhin gesagt, wenn man abnehmen möchte, dann ist der Tragegurt ganz wichtig und effizient. Wenn man aber den Tankrucksack drauf lassen möchte, und zwar diebstahlsicher, bieten wir als Zubehör diese Diebstahlsicherung an. Die besteht einmal aus einem Pin, der hier innen eingesteckt wird, sodass eben dieses Mechanismus nicht mehr ausgelöst werden kann vom Locket System. Und einmal sehen wir hier an den Reißverschlüssen, im Hauptreißverschluss vom Hauptfach, haben wir kleine Ringösen. Und da lässt sich dann das mitgelieferte Zahlenschloss, Kombinationsschloss hier mit einhaken. Das heißt also, es kommt niemand in den Tankrucksack rein und somit auch nicht an den Verschluss und kann den Tankrucksack nicht entfernen. Sehr, sehr praktisches Zubehör. Schaut rein, haben wir für alle unsere Tankrucksäcke. Dann haben wir noch hier zwei seitliche Außentaschen und eine kleine Tasche zum Fahrer hin. Zum Beispiel für Sachen, die man schnell zugreifen möchte, wie die Lesebrille. Vielleicht, um die Karte ablesen zu können. Ja, wie gesagt, unser größter Tankrucksack in der Street-Serie. Für weitere Informationen geht auf unsere Webseite hepco-becker.de. Schaut euch unsere Tankrucksäcke an. Schaut an, haben wir denn einen Tankring für euer Fahrzeug? Ich gehe davon aus, ja. Und für alle weiteren Informationen auch gerne Fragen stellen, schreiben, anrufen. Egal, wir sind erreichbar für euch. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder zuschalten würdet. Bis dahin, allzeit gute Fahrt, euer Daniel. Ciao.